Hi everyone, ich grüße euch zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Wenn ihr gespannt seid und wissen wollt, was wir heute so machen, dann bleibt jetzt dran. Nach einem kurzen Intro geht's euch los. Heute haben wir den 12. November und Freitag. Happy Friday! Yay! Ja, Thomas ist schon fleißig am Gemüse schnippeln, denn ich mache heute die Asia-Nudelfanne und ja, ich finde die einfach lecker und die anderen beiden mögen die auch sehr gerne. Das ist immer so viel Schnippelarbeit. Genau. Ich wollte heute auch direkt das Rezept abfilmen noch. Und einkaufen müssen wir noch. Das heißt, ein Foto mache ich heute auch. Und ich muss erstmal den Essensplan schreiben. Das ist nicht immer so einfach. Aber Thomas hat mir vorhin schon zwei Ideen genannt. Und ja, und so schlage ich mich da wieder durch. Weil manchmal fällt mir auch nichts mehr ein. Habe ich keine Idee, was ich kochen soll. Ich glaube, das geht jeden Mal so, ne? Ja. Ja, Thomas hat gerade Lauch geschnitten. Ich werde gleich Möhren schneiden und Putenfleisch schnibbeln. Naja, Thomas macht jetzt kurz Pause und dann arbeitet er gleich weiter. Hast du heute noch viel Arbeit vor dir? Die Arbeit nimmt nie ein Ende. Nee. Aber gestern hattest du einen Workshop. Mhm. Da muss er streng zuhören und auch was erzählen und so. Das geht dann über mehrere Stunden oder den ganzen Tag verteilt. Das ist schon sehr, sehr anstrengend, auch zuzuhören, ne? Ja. Ja. Und Pennylein, wie geht's dir heute? Gut? Ja, immer wenn wir was schneiden oder so, dann steht Penny immer da so hinter und denkt, es fällt was ab. Ja, was ich euch noch mal kurz zeigen wollte. Wir kriegen ja hier in Irland nicht oft Reklame oder Werbung. Ja, diese kleinen Werbezeitungen oder Flyer oder wie auch immer. Da wollte ich euch gleich mal zeigen, was Lidl so im Angebot hat. Ich glaube, das ist sogar schon die Weihnachts... oder? Ja, doch. Für Weihnachten und so. Ja, da gucken wir dann auch mal rein, was die so anbieten. Und ein paar Neuigkeiten sage ich auch noch, was es so gibt in nächster Zeit hier auf diesem Kanal. Und dann werden wir erstmal weiterarbeiten. So, die Asia-Nudelfanne ist abgefilmt. Es schmeckt sehr, sehr gut und ihr könnt gespannt sein. Ich arbeite hier gerade gleichzeitig mit drei Kameras. So sieht das dann im Hintergrund aus. Falls den einen oder anderen mal interessiert und ich gucke dann halt immer nochmal kurz über den Bildschirm, ob ich auch aufgenommen habe. Na, und Penny hat auch Hunger. Wir werden uns das jetzt erstmal munden lassen. So, während ihr geladen habt, bin ich mit dem Hund rausgegangen, habe die Küche wieder aufgeräumt, habe Einkaufszettel geschrieben, habe den Kühlschrank geputzt. Und jetzt dachte ich mir, das Kind ist gerade nach Hause gekommen, ist nach der Schule, hat sich getroffen mit Freunden. Und ein Freund ist jetzt irgendwie wartet, dass er abgeholt wird oder was. Ja, und dann wollte ich euch mal zeigen, was Lidl für ein Weihnachtsprospekt hat. Da wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit gucken. Christmas Time. Ah, hier, guckt mal, da ist überall in Irland Lidl, denke ich mal. Ja. Cool gestaltet hier, ne? Oder? Mal gucken, was gibt's denn so Schönes? Ja, also diese Prospekte sind sehr, sehr selten hier in Irland. Wie gesagt, so Richtung Weihnachten gibt es immer einen. Naja, da spricht mich nichts an hier, das Essen. Vielleicht der Käse, aber ist auch nicht so meins. Guck mal, da sind so die kleinen Elfen hier. Aha, lecker. Mit Keksen hier.
Deluxe-Kekse. Deluxe ist ja diese Marke, gibt es ja in Deutschland ja auch, ne? Mit Orange, mit Apfel und was? Roten Zwiebeln und Pute. Okay, und dann mit Cocktail. Aha. Naja, das ist schon gewöhnungsbedürftig hier. Mhm. Also Chips scheinen die ja wirklich gerne zu mögen in Irland, ne? Ja, was gibt's hier noch so? Cracker, Scampis. Okay, das ist auch nicht so meins. It's Party Time. Party Time. Ah ja, die ja, sind richtig beliebt hier auch mit Mars verschiedene, mit Bounty und solche Dinge. Ne? Und ja, die sind auch ganz okay. Coke. Naja, das, was sie immer so haben, Malteser, ihre Chips. Was gibt's hier für eine Suppe? Mhm. Ah, das sind fertige Suppen, ja. Deluxe-Fertigsuppen. Brokkoli. Okay, scharfe Erdnusssuppe. Erdnusssuppe, Brokkoli. Nein. Auf jeden Fall schon mal so fertige Suppen hier. Mmh. Lecker. Das könnte mir schmecken. Aber fertig mag ich nicht. Fertigsuppen ist nicht so meins hier. Ja. Könnt ihr auch mal so ein Prospekt hier sehen. Ich dachte, die haben hier Weihnachtssachen, ey. Ist ja nur Food. Garnelen. Lachs. Geräucherten Lachs da. Geräucherten Lachs. Okay, 100 Gramm. Kosten 3,69. Das geht aber. Oh, Lachs wollen wir uns mal holen über Weihnachten auch wieder. Das schmeckt. Ah, Schellfisch. Mhm. Extra Schellfisch und Brotaufstriche, das ist nicht so meins, überhaupt nicht. Aber haben sie schön gemacht. Oh, jetzt gibt es hier einen Truthahn oder was ist das? Oh, es klingelt gerade, Moment. So, da bin ich wieder. Das ist eine Pute für 9 Euro. Ja. Und ein schönes Weinchen dazu. Australischer Wein. Mit Rotkohl und so. Ja, auch nicht. Und dann gibt es hier noch so einen leckeren Schinken. Ham, Schinken. Ja. Auch nicht meins. Oh, was ist denn das für eine? Ach so, 2. Dezember. Okay, dann müssen wir noch alles aufheben hier. Jetzt kommen die leckeren Sachen. Steaks. Lecker. Ich glaube, wir machen mal Steak einen Tag und Rouladen. Steak. Und was haben wir hier noch? Ribeye Steak. Okay, die sind auch geil. Die sind auch geil. Das ist lecker. Und was ist das hier für ein Bulle? Beef. Beef. Irish. Fisch ist gar nicht so meins hier. So Garnelen esse ich wohl noch gerade. Ah, guck mal, hier ist unser Freund. Schon Opa. Ja, was haben wir hier denn noch Leckeres? Ein Braten oder was ist das? Los, Ente, Duck. Also mit Cornflakes-Marinade hier. Chicken. Mhm. So gefüllte Ente, ne? Ach, da sieht man es ja auch. Gut gestaltet hier. Ja, viel Gemüse. Viel Gemüse. Hier, seht ihr das, was ich gesagt habe, dass Lidl und so weiter das machen? Hier 49 Cent, egal welches Gemüse pro Stück. Guckt, das ist das, was ich meinte. Genau, jedes Gemüsestück kostet 49 Cent. Man soll es nicht vergessen. Und genau, das sind diese Superhelden. Genau. Ja, richtig cool, oder? 49 Cent, aber ab wann ist denn das? Steht nicht. Diese Woche wahrscheinlich. Also kann man auch viel Gemüse dann kaufen, egal was. Cool. Das ist cool und egal wie schwer.
Hier haben wir Baby weiße Tomaten. Weiße Kartoffeln mit, ja, kosten 99 Cent das Kilo. Nur Fleisch, der Specht. Was ist das hier? Ach, Süßkartoffelnmus. Mhm, Süßkartoffeln. Und was haben wir hier? Auch weiße Kartoffeln im Ofen gegart. Mhm. Hier so mit Speckmantel, Cocktailwürstchen. Die können wir mal probieren. Hier ist mit Schwein, mit so einer Panade drumherum. Ich habe noch vergessen. Was ist das? Ach genau, das ist dieses Stuffing, was richtig lecker ist, ne? Was sie da auch mal schon in Sandwich und so machen. Ja, Pommes, Kartoffelkarton. Oh ja, schöne Ideen hier. Oh, die Muffins sind ja geil. 9. 14. Dezember. Macrons, oh Macrons sogar. Mm, yummy, yummy, yummy. Was kosten die Macrons denn? Eine Box, da sind 7 Stück drin für 4,19 Euro. Mit Irish Brandy Cream. Brandy Butter. Mm. Der Kuchen ist cool, den haben wir schon ein paar Mal gegessen. Gibt es noch so mit Zitrone. Und das ist, glaube ich, mit Baileys, genau. Den hatte ich auch schon mal gehabt. Und was ist das? Ice Cream? Ah, so eine Roulade, so, ne? Lecker, lecker. Jetzt gibt es Nachtisch. Tiramisu, das haben wir auch immer. Genau, das haben sie auch immer. Diese Dinge auch. Die kriegen wir auch mal. Die ist lecker. Ich glaube, mit belgischer Schokolade oder so. Lecker. Das sind, glaube ich, so wie Windbeutel, sowas. Genau, der Christmas Pudding. Aber den habe ich noch nie probiert. Der ist auch sehr, sehr teuer. Den habe ich noch nie probiert. Das war eigentlich mal dieses Jahr ein Muss, das zu probieren. Heute kaufen. Den müssen wir heute kaufen. Perfect Pudding. Pudding! Ja, Ice Cream. So, und hier stellen sich dann die Bauern alle vor. Hier, der macht Paniermehl, wa? Und der hat ja, die Würstchen. Ja, die stellen alles hierher. Ne? Wein. Wein und Sekt. Das ist ja nicht das Gemisch. Noch mehr Wein. Noch mehr Alkohol. Bier und sowas alles. Prosecco. Heineken gibt es hier auch. Dann gibt es noch mehr Alkohol. Ah ja, Whisky. Whisky, Whisky. Die Gewinner. Yay. Ah, noch mehr Alkohol. Jetzt kommen wir zu den interessanten Sachen. Also, es gibt so kleine Weihnachtsbäume, die davon nehme ich auf jeden Fall einen mit. 25. November ist noch nicht so weit, nächste Woche erst. Das auch erst nächste Woche. Den auch. Oh, die sind auch schön. Wann gibt es denn wieder die Weihnachtssterne? Ach, da oben sind sie ja. Wenn es... Na, die gibt es jetzt leider heute auch noch nicht. Müssen wir die kaufen. Hier gibt es auch nicht Adventskränze. Also hier habe ich noch keine gesehen. So wie wir die klassisch kennen. Ach so, so heißen die. Okay. Hier ist nochmal meine Seite, wo man das alles sieht, wie die heißen. Oh, die Elfentasse, die will ich haben. Wann gibt's das? Wann gibt es das? Cookies 59 Cent. So, man kann hier seine Wunschliste schreiben an Center. Aha. Achso, die haben alle Namen. Holly, Nick, Eddie, Eve, Snowy. Snowy, oh wie schön. Noel, Carol. Richtig schön. Die Elfen. So, was gibt's denn hier noch für Christmas-Sachen? Ein Plüschelf. Die sind ja süß. Dann haben wir hier die, genau, die Schilder gab es letztes Jahr schon. Und dann gibt es auch noch so einen kleinen Weihnachtsbaum für 9 Euro. Die sind ja auch süß. Hier ist auch noch eine Eisenbahn. Und das für draußen zum Dekorieren. LED, 2 Stück. 90 cm. 49,99. Ja, aber keine Weihnachtspullis, gar nichts. Was soll das? Ich bin enttäuscht, Lidl. Ja, das war
Der Weihnachtsprospekt vom Lidl. Ich wollte euch ja noch ein paar Sachen sagen, auch wenn das Licht hier ein bisschen schlechter ist. Ich habe mich hier mal aufs Sofa gepflanzt. Genau, wenn ihr dieses Video seht, dann haben wir eine neue Folge vom Stammtisch schon online. Und das macht mir richtig viel Spaß mit den beiden. Und ja, wir haben jetzt auch schon mal so die nächste Folge geplant. Also welches Thema, es geht dann rund ums Auswandern. Das finden wir sehr, sehr interessant. Und mal gucken, ob ich da noch jemanden Bestimmtes mit ins Boot holen kann. Ich warte noch auf Antwort, werden wir sehen. Genau, was gibt's noch Neues? Es wird dies Jahr auch wieder einen Adventskalender geben, hier auf YouTube, auf meinem Kanal. Habe ich mich wieder mit ein paar YouTubern zusammengetan und genau, sind wir jetzt noch ein bisschen in der Planung. Jeder macht dann ein Video und zeigt das dann bei sich auf dem Kanal. Ja, und Verlosungen. Und wir haben dann auch eine Riesenverlosung für euch. Und was das dann alles ist, erfahrt ihr noch. Und ja, verschiedene DIYs und alles Mögliche an Videos, ne? Also, und dann bin ich auch bei der Mira. Die macht ja auch noch einen Adventskalender. Und ja, das macht mir richtig viel Spaß. Ja, letztes Jahr habe ich auch aufgerufen, dass wer möchte, kann mir gerne eine Postkarte schicken, eine Weihnachtskarte schicken. Und ich glaube, dieses Jahr mache ich das auch wieder über Instagram. Also wenn ihr Lust habt, schicke ich euch auch eine aus Irland. Und ja, das wollte ich auch auf jeden Fall machen. Ich finde das immer eine ganz schöne, tolle Idee. Ja, und die Christmas-Vlogs fangen ja auch bald an und da bin ich auch schon so ein bisschen am Überlegen, wie ich das dann alles manage, weil letztes Jahr habe ich echt jeden Tag ein Video hochgeladen und jeden Tag am selben Tag dann noch geschnitten und hochgeladen und das ist natürlich, das ist ja dann richtig in Stress ausgeartet, aber ich habe es geschafft. Dieses Jahr wollte ich das ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ja, da werde ich einfach mal gucken, wie ich das dann alles mache und was ich mir so überlege für DIYs und verschiedene Sachen einfach, ne, also da lasse ich mir noch was einfallen, da bin ich jetzt auch gerade so in der Planung und ja, ist ja schon bald soweit, ich habe noch nichts für einen Adventskalender, für Thomas und mich habe ich schon Adventskalender gesehen und bestellt über Amazon, es dauert hier ja ein bisschen länger, bis es dann ankommt, ich bin schon mega gespannt. Dann haben wir ja eine Aktion, ein Food-Paket aus Irland nach Deutschland schicken. Genau, da schicke ich heute das Paket raus und dann macht sich das auf die Reise nach Deutschland und dann bekomme ich deutsche Artikel, deutsches Food wieder zurück. Genau. Oh, Kind ist gerade vorne.
Okay, Thomas muss erstmal den Einkauf reinpacken ins Auto. War wieder ein teurer Einkauf, ne? Ja. Wie viel wir bezahlt haben, hört ihr dann in Food Hall. Und wir sind beim Lidl. Ja, das seht ihr gleich. Dann kann ich ja eigentlich schon gleich den Vlog beenden. Wenn wir gleich... Wow, mir fehlt... Ja. Und ja, wir sind jetzt fertig mit unserem Einkauf. Ich mache jetzt gleich mal ein Football. Deswegen denke ich mal, dass ich den Vlog jetzt hier, heute, hier, jetzt beende beim Lidl. Und ja, ich hoffe, es hat euch wieder so ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, wir machen das gleich noch. War ein teurer Einkauf, aber gut. Hier steigen auch die Zahlen wieder momentan. Und ja, wir müssen jetzt wieder so ein bisschen aufpassen. Deshalb bleibt alles schön gesund. Und wir sehen uns in meinem nächsten Vlog und den Thomas auch. Der liebe Thomas, der muss wieder immer schleppen. Genau. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, meinen Kanal zu abonnieren und einen netten Kommentar zu schreiben. Und ja, wir sehen uns in meinem nächsten Vlog. Ciao, mein Lieben. Bye.